Hallo, hallo. Hallo. Da sind wir wieder. Wer hat auch so viel Bock auf Dessert wie ich? Ich auf jeden Fall. Hier ist, glaube ich, weil wir die Kamera ein bisschen vergrößert haben gerade noch. Ist der Ausschnitt. Ja. Perfekt. So. Ich Wir sind denke, schon da. Grüß dich, Sadi. man kann auch sehen, was wir hier vorhaben. Ich glaube, so ist es gut. Haben die Leute hier mal so einen kleinen Einblick auch. Ja, wir haben auch beim Essenstest technisch aufgerüstet. Oh ja. Ja, heute wird witzig. Wir haben ja jetzt wirklich die letzte Zeit eine Menge harter Themen gehabt. Eine Menge, wo wir viel auch in Abgründe geschaut haben. Und heute wollen wir mal ein bisschen runterfahren und ein bisschen Süßigkeiten essen. Genau, Nightmare ohne Mampf, kein Kampf, so wie du sagst. Ich bin mal gespannt, ob mit dem Mampf auch Kampf möglich ist. Ja. Das war heute so uns einfallen. Auf jeden Fall. Grüß dich auch, Mighty. Und ja, es ist ja auch wichtig, dann halt mal zu schauen, was kann denn der größte Klassenfeind, der größte Schurkenstaat auf dieser Welt, der größte imperialistische Schurkenstaat, was kann er denn in Sachen Süßigkeiten? Wie sagt man immer so schön, der große Satan, ne? Ja, der große Satan. Kann er uns denn wenigstens mit Süßigkeiten bestechen? Ich glaube, das kann man fast vorwegnehmen, dass er das in gewisser Weise kann, weil seine Produkte gehen ja rund um die Welt. Man so hat auch der Sündenfall funktioniert, ne? Der Ja. süße, süße Apfel der Weisheit. Ja. Und ja, wir machen in aller Ruhe heute, denke ich. Vielleicht auch mal wieder ein bisschen länger. Mal gucken, wie es sich entwickelt. Und erzählen vielleicht erstmal, wie das heute abläuft. Wir haben nämlich ein Paket zugeschickt bekommen vom lieben Niklas. Ganz großen Dank dafür. Du ermöglichst die heutige Ausgabe von Überfressen. Ich hoffe, du bist auch schon da. Das wissen wir noch gar nicht, Nightmare, denn das ist auch so ein bisschen ein Überraschungspaket. Wir haben uns auch nicht spoilern lassen. Wir haben das nämlich direkt auch frisch aus den USA so gesehen bekommen. Genau, und wir haben es jetzt halt schon ein bisschen hier rumliegen zwar, aber eben in einer. Okay, Mighty, gut zu wissen. Dann ist ja schön, Echt? dass du da Das wäre bist. witzig. Super. Wir haben auf jeden Fall die Kiste hier ein bisschen rumliegen und aber wir haben sie noch nicht geöffnet, weil wir dachten, es wäre cool, dass es dann auch einfach für alle so ein bisschen Überraschung ist. Das werden wir jetzt gleich als erstes machen. Und wir nehmen euch aber vorher mal mit, würde ich sagen, hier in unsere. In unser Flipchart. Unser komplexes Bewertungssystem. Wie ihr seht, das Brett ist in drei Kategorien aufgeteilt. Und einmal haben wir den Namen. Da werden wir hier drunter wird dann der Produktname verzeichnet werden. So. Das Ja. fließt wahrscheinlich noch nicht so stark in die Bewertung ein. Dann haben wir hier oben lohnt sich. Und da fragen natürlich viele Leute sich jetzt, was soll das Was ist jetzt das? heißen? Lohnt sich, lohnt sich? Ja, weil wir haben ja auch gar nicht den Preis mit dabei diesmal, weil wir gar nicht von allem den Preis wissen, außer von den Produkten, die wir noch dazugeholt haben. Das werden wir euch dann gleich auch nochmal zeigen. Lohnt sich bezieht sich dann darauf. Ich meine, viele US-Süßigkeiten kriegst du ja gar nicht einfach so im regulären Supermarkt. Natürlich hast du hier und da mal Angebote, ne? Bei Rossmann gibt es an der Kasse jetzt auch Reese's Peanut Butter Cups, wie ich alle 2 Tage, wenn ich da bin, feststelle. Aber lohnt sich, bezieht sich dann darauf, wenn es jetzt mal was Exotischeres ist, muss ich dann irgendwo online bei, ich glaube, was gibt es da für Seiten? Sugar Daddy oder sowas. Oder im House of Sweets vorbeigehen, um das zu kaufen. Und hier wollen wir dann eben notieren, lohnt sich das jetzt? Und dann haben wir zum Schluss eben noch die Punkte. Die Punkte sind halt so allgemein, Ja. also schmeckt es,
Wie gut kommt es einfach an? Es ist so ein bisschen so eine universelle Kategorie. Ja, das ist so in etwa unser recht komplexes Bewertungssystem. Ich glaube, es lohnt sich gar nicht, das hinter uns zu stellen, weil ich muss es dann immer so scheiße umgreifen. Ich stelle es jetzt einfach neben mich und hole es dann immer raus, wenn wir eins bewerten. Weil sonst muss ich das halt jetzt immer so hinter mich greifen. Gib dir auch mal hier vorne direkt einen Stift an. Das bringt dann, glaube ich, nicht so viel. Ja, das hat mir mal, ich weiß gar nicht mehr, in so einem Kiosk wurde ich mal von so einem Typen darauf hingewiesen, dass es diese Süßigkeitenseite gibt. Und ich dachte erst, er spricht mich auf sehr unangenehme Art und Weise an. Aber scheinbar gibt es tatsächlich diesen Süßigkeiten-Shop mit dem Namen. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es auch, dass man schnell dann auch andere Seiten für andere Arten von Zucker findet. Ich habe auch nebenbei hier meine passende Tasse parat. Die kann ich jetzt leider schlecht in die eine Kamera halten. Es ist hier die American Diner Tasse von unserem absoluten Lieblingsrestaurant. Ja, das ist auch bis heute so Marians Lieblingstasse. Ja. Es war auch, als wir auseinandergezogen sind, hat er sich total gefreut, habe ich ihm die schön verpackt und habe gesagt, hier, nimm das bitte mit. Das erinnert mich immer an unsere gemeinsame Zeit, weil wir haben einfach wirklich, wirklich viel bei dem American Diner bestellt. Ja. Einmal. Es kam auf jeden Fall direkt die Tasse mit herzlichen Dank für Ihre Treue mit. ja, das war okay. Es war okay. Aber es ist eine schöne Tasse. Also es ist die hässlichste Tasse, die ich je gesehen habe, aber es ist... Es ist deine Tasse. Es ist meine Tasse. Genau. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal langsam zu dem Paket kommen. Du könntest es ja wunderbar unter der Kamera probieren, da zu öffnen einmal. Ich hoffe, es ist alles gut nochmal zur Sicherheit drauf, ob ich alle Adressen und sonstiges irgendwie... Vielleicht schneide ich es mal, ich glaube, das da drunter aufzuschneiden ist sowieso nicht so sinnvoll. Ich schneide es mal hier auf, dann kriegt ihr direkt den Blick rein. Ins Innere, gut. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Aber es ist auf jeden Fall verschlossen. Ihr seht es ja am Rand, wie Joshua da kämpft. Also es ist jetzt nicht irgendwie schon geöffnet von uns oder so. Also wir sind genauso unendlich gespannt wie ihr, welche Köstlichkeiten sich verbergen werden, die uns jetzt gleich erwarten. Grüß dich, alles für alle. Bist ja richtig late dran hier. Normalerweise bist du immer der Erste oder die Erste, die direkt reinschreibt in den Chat. Oh ja, da kommt's. Warte mal, leg's mal. Ich glaub, so rum. Leg's einfach mal hin. Boing. Da ist sogar ein Buch drin. Okay, also. Nimm sie mal einzeln raus und legst sie vielleicht dann da einfach. Erstmal haben wir hier eine Karte von Niklas. Ich denke mal, schreib mal eben kurz rein, ob wir die vorlesen dürfen. Ja, schreib das mal rein, ob das privat ist oder. Bis dahin zeige ich mal das erste Produkt. Oh wow, okay. Als erstes haben wir die Web Snacks. Okay. Und zwar hier in der Snoop Dogg-Version. Mega. OG Barbecue Cheddar. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. So ein Snoop Dogg-Zitat hinten drauf. Ah, okay, und die Karte. Würde ich auch sagen, lesen wir erstmal die Karte vor. Hey Joshua und Marian. Vielen Dank für eure unglaubliche Arbeit. Die Frage, where were you radicalized von A Radical Guide, kann ich getrost mit im Übertage-Podcast beantworten. Eure Folgen sind definitiv das Fundament. Gruß, Niklas. Sehr schön. Das ist wirklich richtig süß von dir. Okay.
Und als zweites haben wir die Twizzlers in der Strawberry-Variante. Mhm. Oh, sind sie schon geöffnet. Da hast du ja einen zwei rausgesnackt, ne? Ich glaube, das ist eher hier der Transatlantik. Warte mal, hast du das? Wurde das per Post von den USA hingeschickt oder war das von hier? Ich glaube, das wurde dann innerhalb von Deutschland verschickt. Ich frage mich sonst, ob die eigentlich transatlantische Post mit dem Flugzeug machen. Ja, und dann haben wir einmal, das habe ich tatsächlich noch nie gesehen, das sind Nerds Gummy Clusters in der Rainbow-Variante. Okay. So, und dann haben wir noch einmal, oh, hier was mal nicht zuckerhaltiges, die Refresh Plant-Based Gum in der Garden-Mint-Variante. Mhm. Einmal ein Marinella Cansito Filled Snack Cake. Sieht schon sehr mit Leidenschaft genommen aus. Ist leider auch schon offen. Ist auch offen. So ein bisschen schwierig. Und auch. Oh ja, das sind zwei natürlich, damit wir die probieren können. Und dann haben wir noch zwei unterschiedliche Varianten Pop-Tarts. Sind unterschiedliche, meint ihr, oder sind das? Na, stimmt, das wissen wir. Oder sind das die gleichen? Wir haben jetzt nur den Augen. Schön. Da haben wir ja richtig was vor uns. Da haben wir richtig was vor uns und wir haben auch, weil wir jetzt nicht wussten, wie viel es sein wird und ob das halt ausreichen wird für die ganze Folge, weil wir gerade noch kein Product Placement hier, weil wir gerade auch Süßigkeiten aus den USA shoppen. Gib mal den Kassenbon. Ja, das war der andere. Das ist, okay. Das ist nicht der richtige. Okay. Und zwar haben wir einmal Twinkies Banana. In der Banana-Variante geholt. Dann M&M's im Peanut Butter-Geschmack. Die gibt's ja auch nicht. Butterscotch Peanut Butter Cups. Und einmal Toxic Waste Nukia Sludge in der Blue Raspberry Flavor. Und es sind sogar unterschiedliche Pop-Tarts. Das ist sehr schön zu hören. Mighty, okay. Da haben wir einiges vor uns. Schwer zu sagen, womit wir anfangen. Vielleicht mit dem Herzhaften, oder? Was ist denn hier das Herzhafte? Die Snoop Dogs. Ach, die Snoop Dogs. Ja. Ich würde tatsächlich lieber erst was Süßes, weil wir ja noch herzhaft gegessen haben. Okay. Ja, wir haben uns natürlich auch vorbereitet. Hm. Joshua, was hast du heute Morgen zum Frühstück gegessen? Also man muss seinen Magen ja schon wie so professionelle Food-Tuber halt dann auch wirklich, ja, ne, dass das halt alles glatt läuft heute. Ja, ich habe versucht, eigentlich möglichst wenig Zucker und Kohlenhydrat heute Morgen zu essen. Deswegen bestand mein Frühstück aus einem Steak und Erbsen und Möhren. Bio-Steak habe ich gegessen. Ja, genau, so ein schönes Netto-Bio-Entricot. Ja, und du? Ich habe tatsächlich einfach Toast gegessen, so richtig. Ich habe es halt, heute ist so ein Amerika-Tag für mich. Da wollte ich halt dann das auch wirklich real halt von Anfang an durchziehen. Ja. Kein jetzt irgendwie Brot oder so, irgendwie so ein Schwarzbrot oder so. Ja, das stimmt, das wird einen aus dem Feeling rausbringen. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht wollen wir dann mit den Peanut Butter Cups starten. Du willst mit den Peanut Butter Cups starten, okay. Ja. Dann öffne die doch. Ach, die, ja. Das ist ja nicht die Originale, ne? Die Originalmarke. Genau. Wir hatten eigentlich schon fast gedacht, dass Kiddy Wee's Peanut Butter Cups mit in dem Paket sein werden. Ich bin aber ganz froh, dass sie es nicht sind, weil ich finde, das ist so das Amerika-Produkt, was ich finde, was am krassesten sich so aktuell durchgesetzt hat. Peanut. Ich schreibe einfach mal Cups hin, ne? Genau. Cups sollte eigentlich ausreichen. So, die sind jetzt von Boyer. Butterscotch Smoothie Peanut Butter Cups made in USA. Okay.
Ja, wie ihr seht, die haben auch eine andere Farbe als die von Wheezes. Teilen wir uns jetzt ein oder essen wir jeder ein? Ja, ich würde sagen, wir teilen uns erstmal ein, oder? Ja, wir, okay. Haben, ja. Wir haben zwei da drin. Gute Frage, ne? Sind auch hier in diesem klassischen Papier drin. Teilen wir uns ein. Dann kann man auch mal direkt reingucken. Halt's mal rüber in die Kamera, vielleicht sieht man es ja noch ein bisschen besser. Das ist jetzt nicht der riesen Farbunterschied. Hier, ich gebe dir mal die ganze Hälfte. Ich begnüge mich hier mit dem Zerbrochenen. Riecht aber, finde ich, sehr ähnlich. Also Peanut Butter Cups haben wir wirklich sehr viel gegessen in der Vergangenheit. Ja, ich hatte mal einmal... Sag ich so? Sag ich ehrlich? Dieses Paket. Ich hatte mal so eine riesige Menge, so eine riesige Packung davon bestellt und wir haben dann irgendwie jeden Abend jeweils so eine Packung gegessen. Ja. Die sind tatsächlich ohne Schoki, Mighty. Sehr karamellig dementsprechend. Ich fand, die hatten am Anfang so einen echt komischen Geschmack, der da irgendwie nicht hingehört hat. Also, ich weiß nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen Butteraroma sein sollte. Also, ich finde aber auch nicht, dass es so richtig karamellig reinhaut. Nee. Wie man das jetzt vielleicht von außen denkt. Kannst du mir das nochmal einmal geben? Ja. Kann ich mal drauf schauen. Leg's ruhig auch mal hin in die Kamera dann gleich, damit wir sehen, wo wir gerade, damit ihr seht, wo wir gerade sind. Also, was haben wir denn hier als Zutaten? Oh ja, ich liebe mal. Hier als Zutaten. Zucker, teilweise gehärtetes Palmkernöl, teilweise gehärtetes Baumwollsamenöl, fettfreie getrocknete Milch, Glyceryl, Lactoester von Speisefettsäuren, Emulgator, Sojalecithin, drei unterschiedliche Farbstoffe, Salz, künstliches Aroma, Erdnussbutter, geröstete Erdnüsse, gehärtetes Rapsöl, hydriertes Baumwollsamenöl, Dextrose und Antioxidationsmittel E321. Und die Farbstoffe können Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen, steht hier noch. Vorrang. Das finde ich passt ganz gut, weil hier ist echt deutlich weniger Erdnussbutter drin als bei den anderen. Ich finde, das merkt man auch. Ja, und also ich finde das auch immer absolut gruselig. Ist ja jetzt auch eigentlich recht gut bekannt, dass diese gehärteten Pflanzenfette extrem schädlich sind. Also ziemlich, man hat ja früher auch immer so gesagt, hier stark verantwortlich für hohen Cholesterinspiegel sein. Solche Sachen wie Eier oder so einfach, weil sie einen hohen Cholesterinwert im Nahrungsmittel selber haben. Aber diese gehärteten Pflanzenfette sind echt ziemlich beschissen für die Gesundheit. Deswegen finde ich das auch immer gruselig, dass das bei US-Produkten so etabliert ist. Aber naja, dafür schmeckt es auch echt nicht so gut wie ein Wheeze Peanut Butter Cup. Ja, das muss man wirklich sagen. Also ich fand jetzt tatsächlich im Vergleich zum Original stinkt es leider ab. Ja. Liegt vielleicht auch an der Schokolade, die fehlt. Ja, also es ist halt okay. So. Ja, ist okay. Aber es ist schon, ist der Erdnussbuttergeschmack ist recht schwach und es schmeckt halt von außen dann auch nicht wirklich karamellig, weil, weißt du, was ich früher echt gerne gegessen habe? Müsste ich eigentlich mal wieder probieren. Kennst du noch diese Werthers Beste oder so heißen die? Diese Karamellbonbons, die es auch in so weich gibt. Ja. Diese Weichkaramell, das fand ich immer super. Habe ich tatsächlich auch am intensivsten in den USA gegessen. Weil die hypen ja dann beispielsweise deutsche Süßigkeiten und da war es auch ein Riesending, dass die dann diese Werthers, heißen die Werthers Beste, könnt ihr nochmal reinschreiben, Werthers Beste dann auch in der Innenstadt von Boston, wo wir da waren, dann irgendwie so verteilt haben, so Geschenkpaketen so. Ja. Der Gringo hört sich ja auf jeden Fall nach einer wilden Spezialität an. Ja, ich bin immer dabei, die ganzen deutschen Spezialitäten auch bei. Ich glaube, das ist aber keine deutsche, sondern eine schweizerische Spezialität, ne?
Ja, das, ich meine, Schweiz ist ja auch bekannt für gute Süßigkeiten. Ja, ist ja, wie gesagt, ist ja deutsche Kultur. Schweiz, Österreich, BRD. Okay, dann kommen wir mal zur ersten Bewertung, würde ich sagen. Ich habe hier schon die Cups draufgeschrieben in meiner wunderbaren Schrift. Erst die Frage, lohnt es sich für dieses Fake Peanut Butter Cup in den Laden zu gehen, um sich halt jetzt irgendwie für teuer Geld halt diese US-Süßigkeit zu holen? Da machen wir einfach immer Ja und Nein, oder? Weil ja, vielleicht kann man manchmal so ein Vielleicht. Okay. Aber hier würde ich sagen, ganz klar nein, weil das ist halt deutlich schlechter als Reese Peanut Butter Cups und da kriegst du die ja auch einfach so jetzt schon praktisch überall. Ja, ich würde auch sagen, von mir auch ein Nein, da schließe ich mich dir an. Und dann wäre noch die generelle Punkteauswahl, das machen wir, denke ich, von 1 bis 10. 10 sehr gut und 1 halt scheußlich. Wollen wir mal gleichzeitig sagen? Ja, genau. Haben wir damals auch so. Zum Verständnis nochmal sagen. Okay. Dann machen wir immer zwei Wertungen. Okay, dann lass mich kurz nachdenken. Ich weiß schon. Ja. 3, 2, 1. 4. 3. Ach so, mit den Händen. Ja, es geht ja, man kann ja eine 6 nicht so zeigen, aber ja, dann sage ich auch das nächste Mal die Zahl. Okay, 3 und 4. Da sind wir wieder recht nah beieinander. Also eine 3. Das ist jetzt richtig shady. Oh, ich habe sogar falsch rum aufgeschrieben. Ich bin ja gar nicht Joshua. Warte mal, ich bin nicht Marian. So. Ja, dann. Hier das erste Ergebnis. Ja, das war wirklich enttäuschend. Es ist auch so süß gewesen dann gleichzeitig, weil die Dinger sind ja so hammersüß, dass man jetzt schon fast keinen Bock mehr hat. Aber egal. Es gibt heute kein Pardon. Was kommt als nächstes? Ja, ganz ehrlich, ich würde auch sagen, da wir das Einzige, was herzhaft ist, die Snoop Dogg Chips haben, würde ich die vielleicht mal so in die Mitte positionieren. In die Mitte, ja, da haben wir so ein bisschen Bock mehr auf Süßigkeiten haben. Das ist ja eh so ein Ding, so ein bisschen so LAN-Party-mäßig, wenn man halt irgendwie sich nur so anhand von so Scheiße durch den Abend oder durch die Nacht isst, dann ist ja auch mal süß-herzhaft, ne? Vielleicht probieren wir jetzt mal was aus dem Paket aus. Ich meine, die Gummy-Clusters, die liegen hier oben. Würde ich die mal ausprobieren. Ja, Gummy-Clusters. Ja, gerade schon mal gesagt. Zwar von Nerds. Nerds kennen die Gummy-Clusters. Hier steht auch Sweet and Gummy inside, Tangy and Crunchy outside. Schreibe ich mal Gummy hin. Rainbow. Oder Nerds. Ja, Nerds. Und man kann die Tüte tatsächlich wieder verschließen. Was haben die denn hier als Klappentext? Rainbow Nerds surround fruity gummy centers. Those sweet little sparks are fantastic inventors. A poppable cluster packed with tangy, crunchy nerds. A candy so tasty, there aren't even words. Ja, dann schauen wir mal, ob uns auch gleich die Sprache bei den Nerds wegbleibt. Ich hätte mir die Hände vorher nicht noch mit Handcreme eincremen sollen. So. Ist auf jeden Fall gut, dass wir was wieder Verschließbares haben. Ich leg mal einfach hier. Weil das kommt bestimmt. Boah, dieser Geruch breitet sich direkt im Raum aus. Die sehen auf jeden Fall direkt sehr, sehr fancy aus. Oh, ja. Nur also ich finde, wenn man gefüllt in die Tüte reinguckt, sieht es echt relativ cool aus. Die Frage kommt ja direkt wahrscheinlich bald auf. Ich nehme sie mal vorweg. Was machen wir denn mit den ganzen Süßigkeiten, die vielleicht hier überbleiben? Weil wir werden jetzt nicht jede Großpackung aufessen. Ja, kann ich euch auch nicht sagen. Haben wir noch keine Gedanken gemacht, ne? Ja, kann man ja auch noch nachträglich essen. Boah, die haben extrem intensiven also die sind wirklich. Die Packung geht auf und der ganze Raum riecht nach diesen Dingern. Der erste Geschmack ist auch heftig. Oh. Ich mach direkt noch ein. Mhm.
Wow. Das ist interessant. Das ist so. Da ist, da sind so außen so Brause, so leicht brausige, crunchige Tabletten mäßig dran. Und innen drin ist so eine Art Gummibärchen. Hm. Mhm. Das ist sehr interessant tatsächlich. Auch extrem süß. Mhm. Also wirklich. Ja, in dem Fall ist es auch nicht primär aus Zucker, sondern ich glaube, das andere war ja tatsächlich auch mit echtem klassischen Zucker. Das hier ist hauptsächlich aus Corn Syrup. Also diesem High Fructose Corn Syrup, der ja in den USA häufiger verwendet wird als Zucker, weil der süßer ist. Mhm. Fructose ist ja, süßt ja mehr pro Zuckereinheit als Glucose und deswegen wird er ganz gerne verwendet und die USA sind ja auch ein riesiger Maisproduzent. Ist halt nur ein Problem, weil dieser Corn Syrup, der viel Fructose enthält, sorgt halt schneller für eine nicht alkoholische Fettleber, weswegen das in den USA halt so ein großes Problem ist. Normalerweise war es ja früher halt so, als noch nicht so viel Zucker, also du kannst auch vom normalen Zucker natürlich eine nicht alkoholische Fettleber kriegen, aber als noch nicht so viel Zucker konsumiert wurde, war es damals gängiger in Zeiten unserer Großeltern, dass die Leute eben Fettlebern vom Alkohol bekommen haben. Aber das ist jetzt gerade auf dem Vormarsch, da könnt ihr euch auch mal die Zahlen angucken. Von Kindern und Jugendlichen, die nicht alkoholische Fettleber in den USA haben. Das ist ein recht spannendes Thema. Aber, um auf die Nerds zurückzukommen, ich muss sagen, da ist mir echt so, nach dem ersten Bissen, wirklich ein bisschen die Sprache weggeblieben. Weil ich dachte mir so, gerade, also ich bin echt kein großer Fruchtgummi-Fan, ne? Ich bin eher so Team Schokolade. Und das war nicht schlecht. Das sind so auch ein bisschen zur Wertung bringt, würde ich sagen. Ja. Also da würde ich sagen, das ist schon etwas, was man jetzt so halt sonst hier nicht so bekommt und wo ich sagen würde, dafür würde es sich schon lohnen, mal zuzugreifen und die mal auszuprobieren. Also man kann sich es ja grob vorstellen, so leicht sauer, crunchy und innen halt ein Gummibärchen, finde ich, hört sich auch ehrlich gesagt schon, selbst wenn man es nur hört, nach einer spannenden Idee an, die klappen könnte. Und ich finde, ja, schreibe ich auf jeden Fall mal ein Ja hin, ob es sich lohnt. Dann kommen wir zur. Ich finde nicht, dass die von der Konsistenz so richtig wie Jelly Beans sind, sondern ich würde sagen, es ist nicht so fest wie ein normales Gummibärchen, aber es ist auch nicht so wachsartig weich wie jetzt so ein Jelly Bean. Mhm. Also ich finde auch, es ist sogar auch beides. Also ich finde sowohl der Geschmack als auch die Konsistenz sind halt interessant. Okay, dann lass uns mal bewerten, wie wir das Ganze so finden. Immer natürlich grob auch in der jeweiligen Kategorie, ne? Also in der Kategorie Gummibärchen halt. Okay, weißt du schon? Okay. 3, 2, 1, 8. Das war ja mal synchron. Ja. Eine 8 für die Nerds. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es halt nichts ist, worauf ich so Bock hätte, das so mega viel zu essen. Also ich glaube, das könnte halt, wenn man jetzt so davon so eine halbe Packung frisst oder so, dann könnte es halt wirklich, ja, ehrlich gesagt, bisschen schwierig werden. Bisschen, weil es sehr, sehr süß ist. Ja. Aber ja, so ein paar davon sind richtig geil, muss ich sagen. Ja. Was machen wir als nächstes? Hast du mal einen Vorschlag? Einen Wunsch?
Ja, Pop-Tarts müssen wir eigentlich einen Toaster machen, ne? Ja. Dann schneid du doch schon mal so ein Küchlein. So ein Küchlein durch und dann hole ich mal in der Zeit einen Toaster, den haben wir nämlich nicht am Start. Damit wir einmal gleich ein paar Pop-Tarts machen können. Ich nehme mal der Fairness halber das, was. Ah, ich glaube, das ist noch zu. Okay. Das war nämlich der von. Der Gansito Filled Snack Cake von Marinella. Klingt auch. Das ist auch mit spanischer Beschriftung, könnte man vorstellen, dass das sogar aus Mexiko stammt. Ja. Guck mal, wir haben gerade ein Angebot von einem Bot bekommen zur Bewertung, Bewerbung unseres Kanals. So. Ja, das ist der Marinella Filled Cake. Dann kommt mal Niklas Freundin, fand die Küchlein auf jeden Fall lecker. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, schneiden wir den Spaß mal durch. So sehen die von innen aus, ehrlich gesagt, deutlich mehr Küchlein als Sahne. Ich hatte irgendwie ein bisschen mehr Sahne erwartet. Mhm. Aber. Zweiter Teller wäre auch nicht schlecht gewesen, ne? Ja. Ja. Also, ich nehme es jetzt einfach in die Hand. Das Küchlein. So, probieren wir mal. Dann Zadi fragt, ob wir eher für süße oder für salzige Snacks sind. Du bist Team Salzig. Also, ich bin ein großer Fan von so Kuchengeschichten. Ich mag auch so deutsche Kuchenküche. Generell so Nachspeisen finde ich, ist deutsche Küche echt ziemlich stark. Auch so diesen ganzen Kram vom Bäcker und so liebe ich. Aber sonst bin ich eigentlich bei Süßigkeiten primär so schokoladenmäßig unterwegs. Salzige Snacks bin ich gar nicht so drin. Aber ich mag auch keinen Fruchtgummi sonderlich. Bei mir ist es eigentlich recht ausgeglichen, würde ich sagen. Also, ich glaube, schon so eine leichte Präferenz zu salzig, aber zu süß, aber insgesamt eher ausgeglichen. Dann haue ich mal hier auch rein. Okay. Ist irgendwie arg unangenehm, finde ich, der Kuchen. Ja, bei mir geht es irgendwie in so zwei Richtungen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt die Assoziation auch nochmal wegen der spanischen Beschriftung verstärkt habe. Das erinnert mich irgendwie an so abgepackte Küchlein, die ich mal bei meiner Oma in Spanien gegessen habe. Und ich finde, diese ganzen abgepackten Kuchen haben immer so ein bestimmtes Aroma drin. Ich weiß nicht, ob du Yes-Törtchen kennst oder diese abgepackten Dr. Edgar Rührkuchen. Ich finde, die haben immer so ein bestimmtes Aroma drin. Und das ist da auch auf jeden Fall ziemlich stark. Ich muss mir den ganzen Tag so komisch die Hand lecken, wenn ich da noch so Krümel habe. Also ich finde es wirklich sehr unangenehm, dieses Küchlein. Das war echt nicht geil. Es war halt voll süß. So. Genau, Nightmare. Das ist eine leichte Alkoholnote. Ja, ja. Stimmt. Und es war viel zu süß. Sorry, aber boah. Ich finde, das ist dann, da ist ja kein Süßmittel drin, aber ich finde, das ist dann diese Art von Zuckergeschmack. Wenn du zu viel Zucker in was reinpackst und das zu süß wird, dann kriegt das auch diese leicht bittere Note irgendwie im Abgang. Mhm. Und ja. Ugh. Ja, Lana, das gehört auf jeden Fall dazu, die ASMR-Schmatzgeräusche. Ja, das ist. Dafür guckt ihr euch das doch an, oder? Come on.
Und das sind auch die Mikros sind halt so geil dafür. Die sind halt wirklich extrem ASMR an Air. Geil. Ich habe schon leichten Schwips von dem Törtchen, von dem Alkohol. Der Alkoholnote. Ich schreibe mal Küchlein drauf. Marinella. Oder Gansito. Soll ich nicht Küchlein einfach schreiben? Wir haben ja sonst nur die Twinkies. Ja, also. Schreib's halt Gansito. Gansito. Nee, ich schreib's einfach Küchlein, mein Gott. Schreib Küchlein. Ich finde, das sollte aber nicht repräsentativ für alle Küchlein stehen. Nein, das, aber dann könnt ihr, ja, das kann man sich dann doch merken, oder? Dass es jetzt um das Küchlein ging. Ja, Alkohol kickt auf jeden Fall. Also jetzt mal ganz klar, das ist eine Nein für, lohnt sich das in irgendwie einen amerikanischen Laden zu gehen, hier Süßigkeitenladen zu gehen, um sich das hier für teuer Geld zu holen? Ganz klar Nein. Oder? Nee, würde ich auch nicht machen. Ja. Weil, wie gesagt, ich finde, das ist jetzt vom Geschmack auch nicht so stark anders zu das, was man irgendwie von einem Yes-Törtchen oder so bekommt. Ja, absolut. Punkte, mein Lieber. Ja. Ja. Okay. Weißt du schon? Ja. 3, 2, 1, 2. 5. Okay, da sind wir mal wirklich weit auseinander. Ja, also, ich hatte halt drüber nachgedacht. Ich finde es halt nicht viel, also ich finde es jetzt nicht schlechter in der Kategorie als die Peanut Butter Cups. Die fand ich schon recht enttäuschend. Mhm. Und ich finde halt, es schmeckt jetzt nicht massiv schlechter als diese sonstigen Küchlein, aber es schmeckt halt auch in diesem Küchlein-Segment nicht gut. Also, ja. Die haben sie ja überhaupt nicht gemundet. Nee, ich fand die wirklich, also was halt echt mein Problem jetzt daran war, weil die waren wirklich komplett übersüßt, also so richtig. Ne, ich bin ja jetzt wirklich ein Mensch, der wenig Süßigkeiten isst oder so, aber das scheppert einen halt so komplett weg. Und halt ganz eigenartig auch, so vom Geschmack her, also an für sich finde ich das gar nicht so unangenehm, diese Küchlein, diese Fertigküchlein, so von der Konsistenz her oder so war das voll okay. Nur es war halt so ein ganz eigenartiger Geschmack und auch diese Füllung und so hat mir auch nicht geschmeckt. Ja. So eine ganz komische, diese Alkoholnote war sehr extrem. Ja, das stimmt. Also wirklich, ich habe eigentlich nur das geschmeckt. Mega süß und halt dann noch diese recht lasche, ganz komische Creme. Wollen wir vielleicht direkt. Da kommen wir nicht auf einen Nenner mit deiner Freundin. Ich will jetzt da auf jeden Fall direkt in den Vergleich gehen. Ja. Twinkies. Dem US-Produkt schlechthin. Twinkies. Twinkies Banana. Ja, das war auch echt so ein Produkt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den Film Zombieland? Ja. Den habe ich damals echt gerne als Leichte Unterhaltung. Ja, als Leichte Unterhaltung, so als Kind geguckt. Also da war ich ja wirklich noch recht jung, als der rauskam. Mhm. Und wir haben damals dann auch wirklich so eine Obsession damit gehabt, mal diese Twinkies zu probieren. Aber die hast du ja nirgendwo damals in Deutschland bekommen. Die haben 13 Euro, glaube ich, gekostet. Diese fucking Twinkies hat uns 13 Euro gekostet. Nur für euch. Und da ist ja auch eben dieser Charakter drin, der die ganze Zeit dann versucht, alles um nochmal einmal Twinkies zu essen. Mhm. Und das war dann auch das Riesending. Und als ich dann das erste Mal in die USA bin für unseren Schulaustausch mit 16, war es halt das Riesending, das erste Mal ein Twinkie essen zu können. Wir hatten gar nicht verstanden, warum wir das so gefeiert haben. Ja, und so sehen die guten Küchlein aus. Und das ist halt auch wirklich so ein ziemliches Kultprodukt in den USA. Weil es wurden auch davor eben immer diese Witze gemacht, dass neben Kakerlaken das einzige andere, was den Atomkrieg überlebt, sind Twinkies. Ja, in Zombieland offensichtlich nicht. Nee, und tatsächlich, die sind auch gar nicht so lange haltbar. Mhm. Also die haben jetzt nicht ein viel länger, wie heißt das in Deutschland, in den USA sagt man ja Shelf Life. Ja, genau, so eine, einfach keine längere Haltbarkeit als die ganzen anderen Küchlein. Mhm. Also dementsprechend stimmt das nicht. Ja, genau. MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum. So, und ich mache jetzt mal eins auf. Wie lange halten sich denn unsere Twinkies hier? Ich schätze mal irgendwie noch so 6 Monate oder so. Oh, das ist ein furchtbares
geknallt. Ich kann das gar nicht erkennen, wo das. Keine Ahnung, die essen wahrscheinlich eh innerhalb von 2 Wochen auf. Riech mal. Kommt direkt schon das Bananenaroma raus. Fand ich gar nicht so stark, ehrlich gesagt. Aber der erste, als das gepoppt hat, da kam auf jeden Fall was. So. Das ist jetzt voll viel Schokolade, mach das mal ab. Oh ja. Das ist keine, mach mal hier. Das ist sonst ein bisschen verfälscht. Wir wollen ja hier schon der Wissenschaft. Ja, auf jeden Fall. Unten dran waren auch noch so Schokoladen. Ja, ja, weg damit. Ja, ja, nicht. Hast du recht. Wissenschaftlicher Anspruch. Ja, ja, sieht aus wie auf der Packung, muss ich sagen. Genau, die. Also hier ist wirklich kein Schmuh. Hier ist wirklich, bekommt man das, was auch. Ja, da ist es halt ein bisschen mittiger, aber das ist halt. Ich meine, es ist ja auch einfach wirklich nur so ein kleines Gebäckstück, was dann mit Sahne gefüllt wird. Also ist jetzt auch eigentlich nichts absolut Bahnbrechendes von der Idee her. Wohl bekommst. Ja. Hast du schon mal vor Twinkies gegessen? Ich bin mir unsicher, ich glaube nicht. Ja, schmecken so, wie ich es in Erinnerung habe. Okay. Das ist sehr interessant. Das ist wirklich sehr interessant. Also diese Creme ist schon besonders, finde ich. Es schmeckt tatsächlich sehr bananig, aber nicht so, es schmeckt so wie so eine sehr alt, also so eine alte Banane, würde ich sagen. Also ist schon so Alkohol. Aber ich glaube, das ist der alkoholische Geschmack, den du auch aus dem Küchlein mitbekommst. Und der ist halt recht nah auch an so einer richtig reifen Banane dran. Mhm, das stimmt, aber trotzdem finde ich auch diesen Grundgeschmack, auch abseits des Alkoholischen, von so einer richtig reifen Banane. Mhm. Und diese Creme hat auch so eine ganz besondere, finde ich, so eine ganz besondere Konsistenz, die ich, glaube ich, so noch nie bei irgendwas gehabt habe. Ich finde, es ist auch ein Produkt, was deutlich fettiger als die anderen Küchlein ist. Das sieht man ja schon in der Packung. Ja, das Fett, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das Fett ist wirklich überall in der Plastikverpackung dran und meine Hände sind komplett voller Fett gewesen, wo ich das einfach nur so kurz in der Hand hatte. Ja, wirklich, das trieft komplett per Fett. Ich muss sagen, ich fand die stabil, Zadi? Originalen, glaube ich, noch mal leckerer, ohne das Bananen. Kann ich mich gerade so dran erinnern. Weil ich weiß auch noch, dass ich unbedingt so eine Packung dann nämlich mit zurück nach Deutschland nehmen wollte. Von den Originalen natürlich auch so ein bisschen als Statussymbol. Mhm. Und ich hatte die bei uns in die Familien-Süßigkeiten-Schublade gelegt. Mhm. Nichts dabei geschrieben und mein Stiefpapa hat dann einen Abend beim Fußballgucken alle von diesen Küchlein aufgegessen. Boah, scheiße. Oder war ich sauer? Ja, verständlich. War ich richtig sauer. Verständlich. Ja, danke dir, Niklas. Dann mach's gut. Wir werden auf jeden Fall dich noch über die Ergebnisse informieren. Danke, dass du das heute möglich gemacht hast. So, Twinkie Banane. Auf bald, Niklas. Also lohnt sich. Würde ich auch sagen, ja. Das ist was, also es ist halt arschteuer. Also wenn ihr halt wahnsinnig seid, dann könnt ihr auch 13 Euro für eine Packung Twinkies ausgeben. Sonst vielleicht mal, wenn es die einzeln gibt oder so. Dass man mal irgendwie sich sowas ausprobiert. Es wurde uns ja heute auch nochmal gesagt, ne, dass das recht selten ist. Ich habe es auch selten gesehen, aber schaut vielleicht auch manchmal online, ob ihr die da noch zum besseren Kurs bekommt. Für den Preis würde ich sie jetzt nur holen, wenn man wirklich mal unbedingt einmal Twinkies gegessen haben möchte. Aber generell, wenn es zu einem faireren Preis wäre, würde ich auf jeden Fall sagen, ist das was Besonderes. Schon alleine auch wegen der kulturellen Wichtigkeit dieses Küchleins kann man mal probieren.
Ja, und ja, bewerten wir mal, dann können wir noch, hab ich noch was dazu sagen. Okay. 3, 2, 1, 7. 8. Okay. Joshua ist generell heute ein bisschen höher angesiedelt als ich. Okay, also so in der Kategorie Fertigküchlein dieser Art würde ich das auch sehr hoch werten, muss ich sagen. Das war schon echt gut. Ich kann das auf jeden Fall nachfühlen. Die Creme war sehr experimentell. So, also kann ich mir schon vorstellen, dass mit einer anderen Creme nochmal geiler kommt. Aber ich fand halt das einfach nochmal so ansprechend, weil wann hat man halt so ein Fertigküchlein mit Bananencreme? Das ist schon sehr selten. Ja, also was ich bei denen auch nochmal finde, ist, ich finde auch die Konsistenz grundsätzlich von Twinkies ziemlich gut. Also ich finde, du merkst, Fall. Die bleiben halt saftig, die bleiben halt weich. Und was ich da auch tatsächlich finde, was man ja auch außen bei den Küchlein sieht, was ja auch eigentlich genauso ist, wie es da vorne präsentiert ist, ich finde, du hast auch ein bisschen so dieses karamellige Aroma davon, dass es so leicht angeröstet von außen ist. Also das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache, anders als bei anderen Küchlein, wo du hast dann einfach nur diesem weißen, ich weiß gar nicht, was der Fachbegriff, diesem Sponge-Cake-artigen Zeug ist. Ja, Gringo, ich glaube, wir hatten witzigerweise deine Idee mit dem Überkifft, hatten wir tatsächlich heute noch drüber gesprochen, so aus Joke. wir sind ja sehr drug-free unterwegs, von daher wird das, glaube ich, das mit uns leider nicht geben. Ja, bei dir wäre es ja witzig, so das erste Mal. Ja, total. Dann könnte man auch, dann könnt ihr uns auch die ganzen Leckereien aus eurer Lokalität dann zusenden. Dann machen wir lokale Spezialitäten passend zu Marian konsumiert das erste Mal Bubatz. Aber wir haben ja diesen Sonntag eine Folge zu Bubatz, ja. Zu der Legalisierung. Das wird sicherlich spannend. Und Nightmare, das kann ich mir auch vorstellen, dass es im arabischen Raum, im türkischen Ähnliches gibt. Das ist ja diese Twinkie-Art und Weise, das ist schon was man daher kennt, so Küchlein. Ne? Ja, ich finde generell so türkische Süßigkeiten, das ist ja sehr, sehr viel Fertigsachen. Gibt es auch teilweise interessante Sachen bei, vielleicht irgendwann anders dann mal, wenn jemand uns da ein Paket zusendet. Soll ich mal eine Pop-Tarts reintun? Ein Pop-Tart? Ach, ganz ehrlich, also jetzt ist mir vielleicht erstmal vor, bevor wir die Pop-Tarts essen, nochmal nach was Gesundem. Ja, aber ich meine, ich kann die ja schon mal reintun, die Pop-Tarts, weißt du? Ja. Und dann, während die drin sind, essen wir halt was Gesundes. Okay, so können wir es machen. Das sind ja zwei unterschiedliche Sorten. Dann machen wir vielleicht aus jedem eins und dann nimmst du einen Clip und machst du die zu und dann kannst du morgen die dann zum Frühstück konsumieren. Oh, jetzt Twinkie hat meine Hände noch mal so eingehüllt. Ja. Das sind zwei unterschiedliche? Nee. Ach, jetzt haben wir die umsonst aufgemacht. Ja, ja gut, dann machst du um eins halt einen Clip drum. Ja, bitteschön. Ja. Und dann gibt es erstmal was Gesundes. Boah, es fällt. Professionell. Ja, also um das vielleicht zu sagen, hier Pop-Tarts, die macht man im Toaster. Das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr spannend. Richtig. Da kommen wir gleich noch zu. Naja. So, okay. Aber jetzt erstmal zu dem Gesunden, was du angekündigt hast. Genau, und ich habe nämlich gesehen, auf den Twizzlers. Oh ja, ist ein Shame, da kommen wir gleich zu. Steht obendrauf, dass es ein Low-Fat-Snack ist. Es ist ja auch aus purer Erdbeere, nehme ich mal an. Genau, und dann muss es ja schließlich gesund sein, wenn es wenig Fett hat. Das,
Ich habe ein bisschen Angst davor, weil das halt offen war. Okay, es ist einfach nur Corn Syrup. Ja. Ist das nochmal eingepackt? Nee. Aber das sind ja so Fruchtgummistäbe. Also ich glaube, da können wir auf jeden Fall mal eins von essen. Das wird ja nicht schlecht werden, nur weil es offen ist, oder? Glück auf. So. Gucken, ob das hier perfekt... Was ist das denn? Guck mal, die sind von innen. Haben die ein kleines Loch? Nun gespart. Hm. Das riecht nach Erdbeere, aber jetzt gar nicht so intensiv, aber vielleicht, weil die einen Atlantikflug auch offen verbracht haben. Ja. Was ist das jetzt? Boah. Schmecken alt. Richtig alt. Niklas, du vergiftest uns hier. Boah. Schmeckt so, wie als würde man Kerzenwachs essen. Ja, wirklich. Boah, das ist schlimm. Das sieht aber aus wie Kerzenwachs. Oh mein Gott. Das ist echt furchtbar. Boah. Das ist immer nicht so süß. Ja. Auch aber so ein komisches Fett dran irgendwie. Das ist auch so fettig. Der Slow-Fat-Snack ist. Man fühlt sich so voll. Das hat aber nicht weniger Kalorien als normale Gummibärchen. Das ist ja auch 30 Gramm, 100 Kalorien. Vielleicht für Amerika Low-Fat. Ja, es ist ja kein Fett drin, klar. Das ist ja auch Fruchtgummi. Das ist ja auch... Das ist dieser ganze Bullshit, das war ja so ein... Wann war das? 80er, 90er, als man Fett für alles... verteufelt hatte, was ja maßgeblich von der Zuckerindustrie mitfinanziert wurde, dass man eben diese ganze Forschung zu dem Thema gemacht hat, dass Fett das die eigentliche Gesundheitsgefahr ist und die Leute sollten doch dann bitte Produkte mit wenig Fett essen, auch wenn da viel Zucker drin ist. Und da haben wir eben diese ganze Popularisierung von beispielsweise gezuckerten Cornflakes zum Frühstück als die gesunde Wahl. Boah, ja. Das ist richtig widerlich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass es halt irgendwie offen war. Ja, aber das wird doch nicht weniger süß dadurch. Das ist so eine Frechheit. Wie kannst du denn was haben, was mit dem süßeren Zuckerstoff ist? Was genauso viel Zucker hat wie Gummibärchen, aber einfach wie ein Stück Kerzenwachs schmeckt. Also alles für alle, die riecht es richtig verbrannt. Kannst du einmal kurz nachgucken? Es riecht richtig verbrannt hier. Die scheiß Dinger sind, glaube ich, abgefackelt. Guck mal, bevor hier alles... Bevor wir einfach verbrennen gleich an den... Ja, der Pop-Tart ist schwarz. Richtig schwarz? Ja, die Seiten... Scheiß. Ich dreh mal deinen Toaster ein bisschen runter, ne? Mhm. So, das einzige Mal, wo wir hier was kochen, wo machst du bitte noch mal das Fenster auf? Bring mal bitte das Ding trotzdem mal mit. Ah. Das ist noch weiß, das kriegst du nicht raus. Das ist. Ja, du hast den auch auf die höchste Stufe gestellt, das ist ja kein Wunder. Ich hab da aus Versehen. Hier, nimm mal den Teller und hol das mal, dann kannst du noch einen neuen Teller holen. Ich muss mal erstmal warten, bis hier das Ding abgekühlt ist. Vielleicht kann ich es ja mit dem Messer ausholen. Boah, bitte mach mal das Fenster auf, das geht gar nicht, ey. Das ist richtig witzig, weil das Einzige ist, was wir zubereiten müssen. Und was halt einfach komplett zerbrennt. Du hast noch vergessen, uns schöne Kerzen in die Mitte zu stellen. Mhm. Ist das Ding jetzt hier abgekühlt? Boah. Ich esse mal, um einen anderen Geschmack zu bekommen, hier noch so eins von diesen Gummibärchen, die waren geil. Scheiße. Hm? Das Ding ist auseinandergefallen. Du bist mein Toaster, wird jetzt gerade. Ich mach mal hier raus. Und der Toaster ist jetzt. Du hast das komplett verbrannt. Ist jetzt gefüllt mit so einem komplett zerbrannten Stück.
Ich hab's dann berührt und das auseinandergefallen. Ja. Ich glaube, das musste jetzt erstmal da drin lassen. Das geht ja jetzt nicht noch. Das ist ja auch kein Grund. Ja, ich glaube, mit dem Pop-Tart wird das heute hier nichts. Ja, dann essen wir es halt ohne. Dann essen wir es ohne ungetoastet einmal. Du hast jetzt ein verbranntes und zerbröseltes Pop-Tart. Schon mal einen neuen Teller. Ja. Scheiße. Also heute ist auf jeden Fall der beste Tag, würde ich sagen, um Punkte einzusetzen, weil es halt eh nur Quatsch und Bullshit heute ist. Und dann ist es eine gute Möglichkeit, um uns noch mehr zu quälen, während wir irgendwelche Süßigkeiten in uns hineinstopfen. So, Twizzlers. Die Twizzlers machen wir auf jeden Fall nein, oder? Das lohnt sich auf keinen Fall, dafür in den US-Supermarkt zu gehen. Beim nächsten Mal koche ich. Scheiße. Ah, scheiße, ja. In der Tat. Wahrheit oder Pflicht haben wir auch als Feld. Mhm. Aber es ist sehr hochpreisig. Oh ja, Twizzlers müssen wir. Wir bewerten mal noch die Twizzlers von gerade. Okay. Dann würde ich sagen. Weißt du es schon? Ja. 3, 2, 1, 2. Ich wollte 2 sagen. Oder wollte ich 2 sagen? Nein, ich wollte 1 sagen. 1. Okay. So, ich bin wirklich, das ist für mich ein Nullprodukt. Also ich weiß natürlich nicht, ob es ungeöffnet besser schmeckt. Ich kann mir vorstellen, das ist ein bisschen, aber ich hab jetzt eine 1 gegeben. Okay, Wahrheit oder Pflicht? Ja. Dreizehntausend Punkte. Alles für alle. Nicht schlecht. Dann musst du auch jetzt die du musst nicht okay angeben, sondern was wir machen sollen. Ich glaube, wir müssen erstmal Wahrheit oder Pflicht sagen. Also ja, was stimmt. Von beiden wollen wir machen? Ich denke mal, wir machen einfach mal das Gleiche, ne? Ja. Wahrheit? Ja. Das ist ja das, worin wir gut sind. Schreib mir die Frage rein. Ja, schreib die Frage rein, alles für alle, dann geben wir die volle Wahrheit. Boah, das war jetzt. Mir fängt es an, auf jeden Fall nicht mehr so gut zu gehen, weil da waren schon ein paar Sachen, die waren nicht so geil, muss ich sagen. Jetzt von 5 Sachen waren 3 halt echt shady. Vorsichtig, Lana, vorsichtig. Okay, aber zum Pop-Tart, während ihr überlegt. Das ist das Pop-Tart. Normalerweise tut man das in einen Toaster. Das isst du doch sogar ganz gerne, ne? Es ist auch tatsächlich das einzige Produkt, was wir heute essen, was wir schon kennen, Joshua. Hm. Also, das kennen wir tatsächlich schon, nicht nur Pop-Tarts generell, sondern diese spezielle Sorte kennen wir auch schon. Ich glaube, das müsste Burf. Das ist mir aber kurz schlecht geworden. Ich glaube, es müsste Birthday Cake sein, ne? Oder so. Birthday Cake, ja, irgendwie so. Ja, und wir können es ja mal durchschneiden, Joshua. Also natürlich ist es getoastet besser. Ich finde das eigentlich eine recht interessante Süßigkeit, weil ja, man tut sie halt eben in den Toaster.
Und dann, wenn man sie nicht komplett verkokelt und zerbrennt. Und das ist in der Regel dann halt so, ja, wie so ein, wie sagt man, kein so richtiger Keks, ja doch, so ein Keks. Ein Keks unten, dann so eine Zuckerglasur oben und in der Mitte ist so eine Füllung, in dem Fall eine fruchtige Füllung. Riecht tatsächlich nach nichts, ne? Ja, die kommt natürlich viel besser, wenn es warm ist. Also das merkt man schon sehr unterschiedlich. Wie gesagt, das kennen wir ja. Aufregung scheint wirklich groß zu sein mit was für eine Wahrheitfrage, das gestellt werden sollte. Es gibt diese Möglichkeit. Ja. Was geht, Quell? Wir essen uns heute voll mit Süßigkeiten und stellen das live ins Internet. Cool, oder? Ah. Pop. Schreib einfach mal Pop. Ne, ich glaube auch, Gringo, dass das Problem war. Schlecht. Worüber haben wir denn noch nicht geredet? Ist für dich Pop-Tart etwas... Ich meine, das ist ja auch eine Süßigkeit, die gibt es schon mal ab und zu, glaube ich, eher so im Supermarkt mittlerweile. Ja. Ist das etwas, wo man sagt, das lohnt sich, da sollte man in den Supermarkt gehen, um... Ich finde tatsächlich, dass es da ja gerade, also grundsätzlich mag ich Pop-Tarts und okay. Ich finde, da gibt es ja auch eine recht weite Spannbreite so an unterschiedlichen Sorten. Und da kann ich mir vorstellen, wenn man so eine Sorte sieht, wo man sich echt denkt, wow, das wäre jetzt nochmal geil, als Pop-Tart zu essen, dafür wird es sich lohnen. Zu großartig, Barbara Saal. dann ist es vielleicht so ein Klassiker für vielleicht. Weil es kommt wirklich auf die Sorte an. Ja. Ich finde die Sorte, wenn sie warm ist, echt nicht schlecht. Ja. Aber es ist auch schon was, was man sich halt so holt und irgendwie in den Schrank stellt und dann halt länger nicht isst und dann sich halt drüber freut, wenn es halt noch da ist, wenn man nichts anderes Süßes im Haus hat. Ja. Also eher so ein vielleicht, auch wenn es wirklich nicht schlecht ist. Also, ich kürze es mal ab. Du musst auch mal deine Fragen in den Raum werfen, Nightmare. Okay, Punkte, Joshua. Punkte. Was gibt es zu diesem Pop-Tart? Diesem Pop-Tart? Mhm. Ich glaube, ich weiß, was ich dem gebe. Mhm. Okay. 3, 2, 1, 6. 7. Ich war auch zwischen 6 und 7 so ein bisschen am Hin und Her. Also ich glaube jetzt, ungetoastet würde ich das natürlich schlechter bewerten. Ja. Also weil es einfach schlechter schmeckt. Aber ich finde, getoastet ist das eigentlich echt ganz lecker. So. Ja, ich komme mit dir. In dem Fall stimme ich mich nochmal um und gehe auch auf 7. Ich war wirklich hin und her gerissen. Aber das stimmt schon. Jetzt gerade war es halt wirklich eine 6. Wenn es getoastet ist, ist es eine 7. Ja, was für eine Frage nehmen wir jetzt? Ich glaube, wer hat das denn gemacht? Alles für alle muss das entscheiden. Ja, alles für alle. Das Gemeinste, was man je jemandem angetan hat. Das ist ja, das du hast noch nie Leuten gemeine Dinge angetan. Ich habe noch nie Leuten gemeine Dinge angetan. Das wäre ja auch total der parasoziale Beziehungsbreaker.
jetzt irgendwie, was weiß ich, hier rauskommt. Ich habe mal wem Kugeleis in die Sportschuhe getan oder so. Das ist ziemlich gemein. Habe ich nicht. Kannst du das Fenster zumachen? Denn ich glaube, mittlerweile ist der Brandgeruch ja durch das Pop-Tart. Guck mal, dann mache ich jetzt das Fenster zu und du suchst dir eine von den Fragen aus. Ist ja zu gütig, dass wir uns jetzt sogar noch eine der beiden Fragen aussuchen dürfen, ne? Noch drei, wenn wir unseren Kopf nennen. Aber das wäre schon fast ein bisschen... Ja, wir müssen ja wirklich wahrheitsgetreu antworten. Von daher bin ich, glaube ich, eher bei der Frage von Nightmare. Mit was war die höchste Strafe wegen Polizeugs? Das klingt so, als hättest du mal was richtig Gemeines getan. Ja, die Strafe. Guck mal hier, die Strafe interessiert auch. Ja. True Crime, okay. Dann sag du, das ist ja interessanter bei dir. Ja, ich glaube, es war einfach Hausbesetzung. Also. Ich glaube, die Frage ist ja, was du dafür bekommen hast. Das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung, ehrlich gesagt. Aber das hatte sich so ein bisschen aufgestaffelt, weil es nicht das erste Mal war, dass ich wegen Hausbesetzung, also wegen Hausfriedensbruch, in dem Fall einen dran bekommen habe. Das ist ja so das Ding bei Hausbesetzung, ist es ja im Prinzip eine sehr niedrige Strafe, aber wenn man für den gleichen ja, nein, das kann ich dir halt nicht sagen. Es war halt auf jeden Fall eine Geldstrafe, ne? So. Es war jetzt keine, ich hab jetzt nicht Bewährung bekommen oder so. Mehr weiß ich nicht mehr, wie viel das genau war. Ja, so Sozialstundensachen und so musste ich halt auch recht häufig machen. Ich musste mal 50 Euro fürs Plakatieren zahlen. Joshua ist immer... Ich bin lammfromm, wirklich. Ja, das ist, immer gut weggekommen, ne? Ja, tatsächlich. Also entweder... Natürlich habe ich nie was gemacht. Richtig. Aber... Staatstreu. Bin gerade am Überlegen, diese eine... Nee, das war ja auch eingestellt. Nazi-Geschichte. Ja, nee. Also 50 Euro plakatieren habe ich mir zu Schulden kommen lassen. War das diese Sache fürs anarchistische Parkfest? Oder die Kiez... Ich meine, das wäre die Kiez-Demo gewesen. Okay. Unsere große 3-Stunden-Kiez-Demo. Ja. Boah, ich muss so krass aufstoßen die ganze Zeit. Das ist echt unangenehm. Ja. Ja, das war wahrheitsgetreu. Ja. Also bei mir war es einfach, war es so eine Ansammlung von so kleineren Sachen. Ne? So von so Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Versammlungsgesetz und so halt diese klassischen linken Delikte und dann musste ich dann an einem gewissen Punkt schon ein bisschen aufpassen. Ja, das war vom Ordnungsamt. Nee, wir haben gar nicht mehr so viele Süßigkeiten. Also, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen M&M's. Dann haben wir noch Snoop Dogg Pop-Dinger. Dann noch hier sowas Saures, Toxic Waste. Und dann haben wir noch Refresh Bonbons. Die Refresh sollten wir auf jeden Fall als letztes essen, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt was Herzhaftes, ne? Ja, lass uns was her. Das ist auch tatsächlich echt das, worauf ich mich am meisten freue, dass es einfach richtig wild ist. Vom Snoop Doggy Dog. Ja, man kennt das ja auch so ein bisschen. Ich kenne das zumindest aus den USA so ein bisschen, diese Rap Chips von, das ist irgendwie so, jeder bekannte Rapper hat irgendwie so eine eigene. Und das ist, wie viel Gramm sind da drin? Das ist so, wirkt so mega klein. Lies mal das. Guck mal, so viel ist das. Lies mal das Snoop Dogg-Zitat vor. Ja, mach du? Nein, mach du. Ach komm. Scheiße. Make every opportunity count. Stay focused, be relentless and do whatever it takes to master your craft. Calvin Snoop Dogg Brodus.
Ja, ein bisschen Motivation noch hinten auf dem Websnack drauf. Wie viel Gramm? Warte mal, hier steht Nutrition Facts about 3 servings per Container. Also es sind wohl circa 40 Chips hier drin, steht hier. das sind doch keine 3 Servings pro Tüte. Sind das wirklich? Ja, es sind keine 3 Servings. Also hier steht Serving Size sind 28 Gramm. 28 Gramm können sein, tatsächlich. Nee, aber 3 Servings. Hier sind 71 Gramm drin. Mal 28 Gramm mal 3. Was ist das? Kopfrechnen? 87 Gramm, oder? Hm. Oh, nee, nicht ganz. Das sind. Du willst Lehrer werden. Ich muss mich mit sowas nicht rumschlagen. Ja, das ist jetzt der Zucker, der reinschlägt. Nee, 28 Gramm sind 84, oder? Ja. Kommt das ja aber nicht hin. 71 Gramm. Mach mal auf. Nee, die sind nicht mit THC. Das Snoop Dogg Flavored Potato Chips. OG Barbecue Cheddar. So, mach ich den Spaß hier mal auf. Ist fast zu schade, um es aufzureißen. Das ist echt mal was Specialiges, was man hier wahrscheinlich niemals bekommen wird. Mal ein bisschen tasten. Sehr unspektakulär. Das ist einfach auch wirklich flacher. Fast nichts drin. Kartoffelchips, also ich meine ja, ich hatte tatsächlich gedacht, dass sie irgendwie eine besondere Form haben. Ich leg mal hier ein paar auf den Tisch. Ja, schau, wir dürfen nur noch ein ASMR reden. Ah, okay. Ihr seht ja auch, wie unspektakulär die aussehen. Warte mal, ich schau mal da drauf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die Punkte ein bisschen höher schrauben müssen, weil alle Leute haben so viele Punkte und können die ganze Zeit schon zwingen, irgendwelche Dinge zu tun. Das stimmt. Aber ich meine, so bleibt es ja spannend, auch wenn der Content geschmälert ist. Ja, das stimmt, aber es soll ja auch was Besonderes bleiben, weißt du? Das stimmt natürlich. Wir sind ja auch keine Clowns. Da lasse ich zumindest. Das ist übrigens der perfekte Moment. ASMR für Chips. Dann gib mir mal welche. Das Gewürz bleibt auf jeden Fall an den Fingern kleben. Mhm. Nicht so laut. Sie schmecken auf jeden Fall besser, als ich gedacht hätte. Also sie haben einen ganz netten süßen Geschmack, aber es schmeckt halt nicht nach Cheddar. Es ist so ganz, ganz leicht scharf, wobei ja doch ein bisschen. Nee. Doch, ich finde schon, dass es leicht, leicht. Also doch. Sadi. Weil wir ASMR machen. Ola hat das gekauft mit seinen Kanalpunkten. Die sind richtig süß. Also wirklich richtig süß. Ich hatte echt gehofft, dass wir jetzt was Herzhaftes bekommen, aber es ist eher eine Süßigkeit. Sie süßen sind wirklich süß. Muss auch sagen. Habt ihr mal Infomaterial von der Nation of Islam gesehen, wie die Schwarze malen? Ich finde, so sieht Snoop Dogg da drauf auch aus. Das ist halt wirklich so ein merkwürdiges Porträt. Er sieht auch echt nicht zufrieden mit seinen Chips aus. Ich verstehe dich, Snoop Dogg. Aber ich weiß jetzt auch, was du meinst, ganz im Nachgang. So eine ganz leichte Schärfe. Ich finde die Konsistenz auch sehr unangenehm. Ist schon crunchy, aber gleichzeitig, wenn du drauf beißt, löst es sich irgendwie auch direkt auf und. Er schmeckt halt wie ein leicht alter Chip. Ja. Okay.
dann würde ich sagen, schreib es mal auf die Tafel auf, damit ja. wir auch... Ich meine, was wir halt nicht vergessen dürfen, wir dürfen die Chips jetzt auch nicht nach ihrer Funktion, die wir ihr jetzt gegeben haben, bewerten, ne? Aber wir dürfen jetzt nicht sagen, wir haben was Herzhaftes erwartet, weil wir es wollten. Okay, also ich habe jetzt mal Chips aufgeschrieben, weil wir haben ja nur die Chips. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es sich nicht lohnt, wegen denen jetzt in den US-Laden zu gehen und da 1000 Euro für auszugeben. Punkte. Also ich bin auf jeden Fall ein häufiger Chipsesser. Also desto mehr ich davon auch esse, desto süßer werden die. Ja, 3 Minuten. Lane, was geht? Seid zufrieden mit dem, was ihr bekommt. Komm. Ab wann ist denn... Ah, okay. Ich hab jetzt auch verstehe, warum sie so süß sind. Und zwar die zweite große Zutat, nämlich das Barbecue Cheddar Seasoning, besteht als erste Zutat aus Zucker, als zweite Zutat aus Dextrose, also Traubenzucker, und dann aus Cheddar Cheese Powder. Hau rein, Sally. Tschüss. Oh, und das enthält gentechnisch veränderte Zutaten. Steht hier. Ja. Muss das angegeben werden? Ja, also du hast ja in vielen US-Produkten gentechnisch veränderten Mais und das muss angegeben werden. Okay. Wobei es jetzt auch nicht prinzipiell irgendwas Schlechtes ist. Also bewächst jetzt nicht irgendwie ein dritter Fuß oder so? Nein, das ist, es ist im Endeffekt, machst du ja gentechnische Veränderungen von Essen nichts anderes, als wenn du die züchtest. Ja. Für bestimmte Merkmale. Nur halt ein bisschen schneller. Und lass uns jetzt schnell mal diese Chips bewerten. Ja. Hast du schon? Geile Überleitung. Ja. Ja. Okay, 3, 2, 1, 2. Ich habe halt die Küchlein, die ich bewertet habe, gesehen. Obwohl, ich gehe mal. Ich habe die Küchlein halt so hoch bewertet, ne? Also ich habe das jetzt halt wirklich innerhalb der Chips-Kategorie bewertet. Ja, okay. Innerhalb innerhalb der Chips-Kategorie gebe ich denen eine 4. Siehst du, wir würden uns immer gegenseitig beeinflussen. Ja. 4 und 2. Also innerhalb der Chips-Kategorie stimmt's. Sehr enttäuscht, Snoop Dogg. Also, ihr könntet ja mal irgendwie seine Kommentare smashen, dass wir irgendwie so einen richtigen Spam-Mob auf Snoop Dogg Öffentlichkeitsmedien zulassen und sagen so, yo, Digga, was geht? Was sind das für Chips? Ich finde auch diese Botschaft verstehe ich halt auch nicht. Also weder verbinde ich jetzt mit Snoop Dogg besonders stay focused and be relentless. Ich meine, eher so eine entspannende Botschaft. Auch, ich meine, klar, früher hat er auch so echt klassischen Gangster-Rap gemacht, aber ich verbinde Snoop Dogg echt nicht mit Fokus. Und zweitens, also diese Chips sorgen jetzt bei mir auch nicht dafür, dass ich mich sonderlich fokussiere. Ja. Das ist auf jeden Fall schon so, das war schon sehr unangenehm jetzt. Eigentlich müssen wir noch die restlichen Chips essen. Ja. Ja, komm. Komm. Mach mal hier, damit wir den Teller gleich schön sauber haben für unsere. Iss mal ruhig alles. Nee, ist so immer. Ja, Snoop Dogg hat aufgehört zu kiffen. Snoop Dogg war mal kurz Reggae-Künstler unter dem Namen Snoop Lion. Snoop Dogg hat zum Islam gefunden und wieder zum evangelikalen Christentum. Dann war wieder Rastafari. Das ist wirklich, schmeckt halt ohne Witz jetzt fast so wie ein Chip, wie so ein Zuckerchip. Also du beißt halt erstmal nur auf Zucker. Das ja, ist schon echt extrem süß. Das ist halt echt unangenehm für Chips, finde ich. Wie viel Zucker haben die denn pro Mama? Ich finde das auch komisch, dass sie das nicht pro 100 Gramm, sondern pro Tüte schreiben. Ganz unangenehm. Der hat auch recht viel Zucker. Also noch eine Stufe über den Twizzlers, aber... NWA-Chips.
Ja, man könnte natürlich auch mal die anderen Websnacks probieren, aber wenn die sich auf der Qualität bewegen. Weil das, finde ich, ist halt auch die Sache, wenn du das mit dem, was wir an Deutschen, so aus der Deutschrap-Kultur stammenden Produkten vergleichst. Also beispielsweise jetzt hier 4Bro, die Broski Balls, oder wie das hieß, hier im Sucuk-Geschmack oder so, das war ja viel besser. Ja, ja. Also. Aber jetzt, das ist halt auch, kannst du mit fast jedem Chip halt vergleichen, das ist viel besser. Also, ja. Das ist auch schon sehr unterste Kategorie. Wir haben noch drei fabelhafte Süßigkeiten zur Auswahl. Und ich würde sagen, wir machen es so, dass wir zuerst die M&M's essen, dann Toxic Waste und dann das Ganze abkühlen mit diesen, das sind glaube ich so Minzbonbons oder sowas in der Richtung, oder? Oder was sind das? Das ist Kaugummi. Oder, ja, dann das Ganze dann mit dem Kaugummi abkühlen. Zuckerfrei und plant-based. Ja, Lano, auf jeden Fall. Irgendwann werden wir auch mal Let's Plays machen. Haben wir auch Bock drauf, an und für sich. Marian muss die Stütze machen. Ja, dann kannst du ja schon mal ausbreiten. Ja. So, sehr schön. Jetzt haben wir M&M's und Marian verdient sich jetzt auch seine M&M's. Ey, aber das ist wirklich auf der einen Seite scheiße, weil das halt echt unangenehm ist, so viel zu fressen und dann gleichzeitig hier noch Liegestütze machen zu müssen, aber auf der anderen Seite auch gut, dann kann ich direkt wieder abbauen. Ja, die M&M's gehen jetzt alle in die Brustmuskulatur und in den Trizeps. Es gibt Platz. Das Schlägestütze. Ich mach mal den. Oh, stark. Wow. Okay, 8 müssen reichen heute. Soll man nur sagen, Zucker gibt einem Energie. Ach, letztes Mal habe ich 10 gemacht. Respekt. So. Oh. Genau, da hat er sein Tum die Gesundheit besorgt. Ja, wie ihr sehen könnt, die M&M's im Peanut Butter Geschmack. Also, erstmal muss ich sagen, bin ich ein Riesenfan von dem Artwork vorne drauf, dass der so ein Erdnussbutter-Toupet trägt. Das finde ich ziemlich stark. Auf jeden Fall. Und ja. Aussehend, finde ich, tun die so ein bisschen wie die M&M Crispies. So diese blaue Tüte. Ist ja auch eine Sorte. Ich bin sehr gespannt, weil das ist ja eine Sache. Ja. Das habe ich gerade vergessen, richtig, weil die kennst du ja schon. Genau. Und ich kenne die nämlich nicht. Und du bist ja ein großer M&M-Suchti, kann man eigentlich sagen. Also wenn du halt eine Packung M&Ms neben dir stehen hast, dann isst du die auch, ne? Ja, das war ja auch, glaube ich, immer, was ich dir, als wir zusammen gewohnt haben, so als Warnung gegeben habe, dass du, wenn du M&M's kaufst, die essen musst. Weil ich will eigentlich keine M&M's mehr essen, weil ich als Kind oder eher als Jugendlicher sehr viel M&M's, alles raus. Sehr, sehr viel M&M's gegessen habe. Also wirklich große Menge. Kannst du das bemessen? Ja, ich habe schon. Früher, glaube ich, so in den Hochphasen habe ich schon so eine Maxi-Tüte M&M's so alle 3 Tage. So als ich auch viel Fitness gemacht habe, habe ich halt auch so eine Maxi-Tüte in 3 Tagen verschlungen. So. Und, das ist richtig viel. Das war auch richtig viel. Ich habe immer, also das ist auch so eins meiner Favoriten damals gewesen. Vanille-Joghurt mit M&M's drin. Die geben dann die Farbe ab, dann sieht das alles auch schön aus. Weder noch, alles für alle. Ja, Erdnuss oder Schoko, das ist ja kein. Nee, ich glaube. Ach so, ja, wenn sich das hier drauf bezieht, das ist Peanut Butter, was wir jetzt haben. Ja. Wenn, was ich damals gegessen habe, ich hatte alle Sorten mal nacheinander durch. Also ich glaube, mein nachhaltigster Favorit wird Erdnuss sein. Finde ich auch bis heute sehr gut. Und da auch die Originalen. So, ich habe auch die damals, als wir noch in Bochum gewohnt haben, gab es aus Geldmangelgründen immer von Aldi die nachgemachten M&M's.
Die es dann auch nur mit Peanut gab. Weil die, finde ich, die haben so einen, die haben einfach nicht den gleichen Geschmack wie die Originalen. Ja, und als ich dann das erste Mal die Peanut Butter gegessen habe, da war ich direkt verliebt. Ne? Mhm. Deswegen, das ist ja jetzt halt echt so ein bisschen so, dass du lange Zeit nur irgendwie Methadon bekommen hast und jetzt ist es wieder Heroin, ne? Für dich jetzt. Ja, aber ich glaube. Aber ich bin auch sehr gespannt, muss ich sagen. Ich glaube tatsächlich, dass ich inzwischen eigentlich ganz gut damit klarkomme. Ja, sagen sie alle, ne? Der Sucht. Ich bin halt sehr gespannt, wirklich, dass mir sehr viel erzählt. Endlich. Weniger crunchy, als ich angenommen habe. Finde ich aber gar nicht so schlimm. Sehr angenehme Süße insgesamt. Also ist natürlich süß, aber jetzt halt nicht übersteuert. Auf jeden Fall von denen, also mittlerweile hat M&M ja auch viele so hier im lokalen Handel unterschiedliche Sorten. Ja, ich glaube, die Brownie waren die großen, die hier nachgereicht wurden auf dem lokalen Markt. Die fand ich tatsächlich sehr enttäuschend. Weiß ich noch, die fand ich einfach nicht besonders herausragend gegenüber den normalen Schoko-M&Ms. Ja, und dann ist in der Innenseite eine sehr wohlige Konsistenz, eigentlich perfekt von der Konsistenz, das hast du ja dir angesprochen, Nightmare. Und ich finde, das ist auch so ein Produkt, damit, da isst du halt dann mehr von und dann wird es auch immer besser nochmal so. Also ich fand jetzt so die ersten, fand ich halt, war ich so, okay, schon gut. Dann musst du durchschlagen und jetzt, wenn du so ein 5, 6, 7 Stück gegessen hast, dann denkst du dir halt so, okay, es wird eigentlich immer geiler. Ich finde die Konsistenz da drin ist auch so ein bisschen vergleichbar mit der Erdnussbutter in Reese's Peanut Butter Cups. Mhm. Also das ist eigentlich ein M&M, so ein bisschen gefüllt mit der Füllung eines Reese's Peanut Butter Cups. Ja. Ich finde auch die Entstehungsgeschichte von M&Ms ganz witzig, dass das ja ein Produkt war, was ich meine im Zweiten Weltkrieg, ich verwechsel das manchmal, ob es Erster oder Zweiter Weltkrieg war, aber ich meine, es wäre im Zweiten Weltkrieg für die Soldaten produziert wurde. Mhm. Damit sie eben Schokolade mitnehmen können und sie auch in der Hand haben, ohne dass die schmilzt. Also dass du eigentlich zwischendrin in den Rationen eben so eine kleine Packung Schokolade hast. Mhm. Ja. Du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Aber mit der Sorte, da ihr ja auch gesagt habt, um die Gesundheit besorgt, verbinde ich tatsächlich auch, dass die mich gesund gemacht haben. Also als ich im Urlaub in Israel und Palästina war, habe ich mit einem Freund so einen Ausflug nach Haifa gemacht. Da sind wir mit dem Zug hochgefahren. Da sind ja diese berühmten Bahai-Gärten. Und ich habe mir wohl da im Flugzeug, als wir hingeflogen sind, eine richtig starke Grippe eingefangen. Und habe dann schon so einen Haifa gemerkt, okay, mir geht's jetzt richtig scheiße langsam. Und als wir dann auf unseren Zug gewartet haben, habe ich im Supermarkt unten im arabisch-christlichen Viertel so eine Maxi-Tüte 300 Gramm von diesen Peanut Butter M&Ms gekauft. Und den nächsten Tag ging es mir halt so scheiße. Also wirklich, mir ging es einfach super räudig. So. Ich weiß noch, wie wir irgendwie da zu so einem Kunstmuseum oder so gehen wollten. Ich so einen Hustenbonbon dann noch, dass ich diese Dolodobinder gelutscht habe, das so reinnehme und ich mich einfach direkt übergeben muss auf der Straße. Und die Passanten waren so. Und dann sind wir halt wieder nach Hause. Und ich habe dann hast du ja so eine Maxi-Tüte Peanut Butter. Ja, kein Scheiß. Ne? Ich habe anderthalb Tage, haben wir dann
Habe ich dann drin verbracht. Ich bin dann gar nicht mehr raus. Der Kollege hat dann noch so einen Tag auch so dann in Tel Aviv verbracht. Ich habe dann im Endeffekt zu Hause damit verbracht, einfach nur wahlweise die Channels von so fundamentalistischen Rabbis mit englischen Untertiteln und die lokalen Fernsehsender mit so israelischen Telenovelas und Filmen zu gucken und dabei mir dann eben diese große Tüte mit ihm zusammen von Peanut Butter M&Ms primär reinzupfeifen. Und nach diesen anderthalb Tagen ging es mir dann schon deutlich besser. Ich glaube, es war eher dann das fundamentalistische Fernsehen, was sich wieder aufgebaut hat. Ist jetzt mein Tipp. Könnte auch sein. Okay, lohnt es sich, diese Süßigkeit in meinem US-Markt oder wenn ihr das mal ergattert, zu bekommen, zu holen? Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist nur die Frage der Wertung. Was geben wir mit diesem Produkt? Bei dir kann ich mir fast schon denken. Dann 3, 2, 1, 9. 10. Ja, ich meine, das ist das einzige Produkt, was mich aus meiner schlimmsten Grippe herausgeholt und geheilt hat, auch wenn der Chat scheinbar und du davon überzeugt sind, dass es die Rabbis waren. Aber, ja. Die Top-Wertung, fast Top-Wertung, fast die volle Punktzahl. Aber ich glaube, es gibt noch irgendwas, was über M&M's Peanut Butter ist. Vielleicht ist der über M&M's Peanut Butter Toxic Waste. Boah, das ist schon so richtig. Nee, doch nicht. Ich dachte kurz, es wäre mit der Verpackung verschmolzen. Ja, ist so ein bisschen wie die Timer. Ist so ein bisschen wie diese, was war das denn, was man damals auch mal bekommen hat, diese möglichst sauren Bonbons und so. Und man sich dann immer gegenseitig mitgemessen hat irgendwie. Mhm. Ja, so eine Art von Süßigkeit, die sich wohl an Jungs richten soll. Ja. Ja, Snitch, auf jeden Fall, ja. Wenn dann richtig. So, und das war jetzt, boah, das ist ja furchtbar. Das klingt ja richtig. Das ruft auf jeden Fall so Kindheitserinnerungen wach. Dieser Geruch ist irgendwie was ich schon mal in anderen. Ja, was zum ist das bitte? Das ist Nuclear. So ein Kaubonbon. Sludge. So ein saures. Toxic Waste. Ein saures Kaubonbon. Ultra Sour Flavor. Blue Raspberry Flavor Chew Bar. Ja, dann rein damit. Boah. Okay, ich dachte zuerst, es wird nicht sauer, aber jetzt. Oh. Das ist schon recht sauer. Zuerst war kein gar nichts. Und jetzt richtig heftig. Ja, ich glaube, hier können wir auch mal den Rest noch essen. Mhm. Ja, hervorragend, Joshua. Oh. Du bist echt so hardcore, wie du es immer schaffst, keine Miene bei sowas zu verziehen. Ernsthaft. Scheiße, ey. Boah, das war echt richtig, das war schon sehr schlimm. Eigentlich will ich nicht mehr. Für über Tage. Fuck, ey. Oh.
tatsächlich made in Pakistan. Habe ich auch noch nie auf einer Süßigkeit gesehen. Das macht mir jetzt echt nochmal zusätzlich Angst. Und es ist vegetarisch. Und halal. Also an alle Teile unserer Community, die auf islamische Speiseregeln Wert legen. Toxic Waste ist erlaubt. Ja. Also, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Echt Sad Nightmare. Das untermalt auf jeden Fall deine Nachricht sehr, sehr gut, wie ich mich jetzt fühle. Ich bin fast am Schwitzen, was echt bei Sauer schon krass ist. Hat sich auch ein bisschen geschüttelt, wa? Hm? Hat sich auch ein bisschen geschüttelt. Nee, das ist mein allgemeiner Gesundheitszustand gerade. Also ich bin, es hat mich jetzt nicht so krass berührt. Okay. Toxic Waste. Nee, Joshua zieht trotz nicht optimaler Gesundheit durch. Ja, und zu dem, was ihr schreibt mit der Religiosität, das ist ja auch, glaube ich, was man recht schnell auch von links vergisst, dass es gerade auch in der Jugendkultur natürlich neben einer immer so einem Liberalisierungstrend auch, finde ich, gerade ganz stark so einen Rechtsturn so in Jugendkultur gibt. Und das auch von allen möglichen Enden und Ecken. Also das sieht man ja in Ostdeutschland mit eben wieder stärkeren Aufkommen von deutschnationalen Inhalten, generell eben so eine Neuetablierung und eine Neuauflegung von traditioneller Männlichkeit, aber auch ein stärkerer Einfluss von eben islamischem Fundamentalismus, aber auch christlichem Fundamentalismus. Aber jetzt zu den wichtigen Dingen. Ja. Toxic Waste. Toxic Waste, also lohnt sich das dafür, in den US-Markt zu gehen? Ich würde tatsächlich sagen, ja, weil eben es immer weniger von diesen sauren Spaßprodukten, die einfach nur auf möglichst brutal ausgerichtet sind, in deutschen Märkten gibt. Im Vergleich zu so, wie ich das früher kenne, da gab es ja auch noch diese Bälle, die du so über einen langen Zeitraum irgendwie auf den Kern lutschen musstest und irgendwie so Fässer gefüllt mit so saurem Schleim. Diese super sauren Warheads und solche Geschichten, das gibt es ja viel weniger jetzt. Und deswegen würde ich sagen, so zum Spaß, es war ja auch echt nicht teuer. Es hat ja ein paar Cent irgendwie gekostet. Mhm. Ja, unter einem Euro. Ich würde trotzdem sagen, vielleicht, weil es ist halt einfach eine Frage von, wenn du jetzt halt gar nichts mit sauer anfangen kannst, dann ist halt auch natürlich das nichts für dich. Und deswegen würde ich halt sagen, vielleicht, weil es gibt ja verschiedene. Gar keinen Bock drauf haben. Ja, gut, das stimmt natürlich. Kannst du dich damit arrangieren, auch vielleicht? Ja. Snoop Dogg starrt mich echt die ganze Zeit an. Hab ich mal vielleicht eingetragen. Okay. Bewertung? Weißt du schon was? Ja. Okay. 3, 2, 1, 4. Also ich muss sagen, ich fand es halt wirklich ein leckeres, saures Kaubonbon. Mir hat es einfach im Großen und Ganzen gut geschmeckt. Ja, also ich fand jetzt auch diesen Grundgeschmack davon nicht schlecht. Generell ist es vielleicht auch einfach so eine Sache, dass ich halt nicht dann auf so saure Kaubonbons vielleicht stehe. Und es war halt mir einfach wirklich zu sauer. So, also es ist halt, das hat mich halt schon jetzt hart abgefuckt, muss ich sagen. Ich glaube, das ist halt der primäre Grund, warum ich jetzt so eine schlechte Bewertung gegeben habe. Wenn man auf sauer steht, dann finde ich, ist das, glaube ich, eine gute Sache. Ein guter Deal. Joshua. Refresh hast du hier in der Hand.
Möchtest du dich refreshen? Zum Schluss. Wir haben jetzt halt wirklich die ganze Zeit hier, haben wir jetzt US-Kram in uns reingestopft. Und ich habe einfach jetzt wirklich so ein bisschen das Bedürfnis, auch wieder so ein bisschen nach Lokalkultur. Oh. So ein bisschen zurückkommen. Oh, das hab ich schon wieder vergessen. Ich habe schon wieder vergessen. Einfach so ein bisschen wieder zurückkommen und halt wieder so Lokalkultur. Und deswegen möchte ich jetzt noch was holen. Oh. Was halt auch so süß und herzhaft vereint. Deswegen. Aber du bedienst die Mikrowelle nicht so wie den Toaster, oder? Oh. Ja, das wird euch jetzt gefallen. Das ist halt das Schlimme, dass ich habe ihn sogar noch dazu angestiftet, dass er das Scheißzeug holt. Oh. Ich habe ihn noch angestiftet. Ich wollte halt, dass er es selber isst. Ich wusste nicht, dass ich hier mit reingezogen werde. Oh. Du weißt aber schon, dass man die erhitzen muss, ne? Es ist Curry King Cola. Ich gehe das eben zubereiten. Hier gibt es so auch, oh, das ist ja so berühmt hier mit dem Currypulver hinten drin. Mhm. Und wenn man das halt unterwegs halt irgendwie in seiner Unterwegs-Mikrowelle halt macht, dann hat man hier noch so einen Knipser. Das streuen wir uns dann gleich drauf. Und warte mal hier nochmal alles, was ich vor Kamera zeigen kann, mache ich hier. Mit würziger Curry-Cola-Soße. Ja. Das riecht doch schon so leicht nach Cola. Stimmt, ja. Das, So, und jetzt kommt das in die Mikro, wa? Bis gleich. Liest du jetzt die Anweisung? Ja, zur Sicherheit. Wie viele Minuten ist ja die Frage? Ja, das stimmt. Curry Cola, ja. Ich denke mir auch, was soll da? Wollen wir in der Zeit uns einmal kurz refreshen? Ne, lass uns doch danach refreshen hier, schau. Danach. Ich kann auch mal meinen Toaster zeigen. Hört ihr mal da drunter. Das ist jetzt mein Toaster aktuell. Ja, paar Feinde rufen auf den Kippen. Ich meine, ich habe schon den ganzen Tag Nackenschmerzen und wahrscheinlich davon Kopfschmerzen, aber die sind auf jeden Fall. Ich fühle mich deutlich schlechter, als wie ich in den Stream reingegangen bin. Also ich verstehe auch wirklich nicht, wie es zu diesem Curry-Cola-Ding jetzt kommen kann. Also vielleicht ist es ja jetzt halt die mega Eingebung. Aber ich kann es mir doch wirklich nicht vorstellen. Das ist geil. Ey, kein Scheiß, ne? Das erinnert mich daran, als ich das letzte Ostern bei meinen Eltern war und so in dem Kaufland super viel so Osterkram war. Mhm. Da gab es auch das Männer-Osterei von Niederegger Lübeck, hier diesem Marzipan-Hersteller. Es hatte so eine Stahloptik, wo dann so zwei Krallen das Metall so auseinandergerissen haben. Und daraus hat ihn dann angelächelt der Titel und der Geschmack dieses Marzipan-Ostereis. Und zwar Whisky-Cola-Geschmack. Whisky. Ich schau mal, was das macht, bevor hier alles explodiert wieder.
Wir Männer, wir mögen ja schließlich Whisky und Cola, ne? Vor allem das, was ich gerne in Marzipan drin hab. Wenn die Schale jetzt geschmolzen ist, esse ich die nicht. Ja, alles für alle. Ich werde auf jeden Fall gleich, glaube ich, erstmal noch einen Toast mit irgendwas Mildem aufessen. Das ist nochmal schön was Deftiges, ne? Ah, jetzt noch so einen schönen Mitternachtssnack. Das ist doch auch Curry King, ne? Du kommst von der Party um 6 Uhr nach Hause. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Und es ist halt nichts mehr da, so, ne? Du bist halt so voll verzweifelt und so. Und du hast halt wirklich so auch schon so lange nichts mehr gegessen und bist halt so voll dehydriert halt, ne? Dann kommt das geil. Dann kommt das richtig geil. Wenn du wirklich so einen Monat nichts zu fressen bekommen hast, kurz vorm Hungertod stehst, da schmeckt's. So, ich mach das jetzt hier mal auf. Ich glaube, es ist perfekt geworden. Oh, ja, schön. Traumhaft sieht das aus. Lass uns ein bisschen abkühlen und du kannst ja dabei noch die Currysoße, Currypulver drauf. Ja, also ein Über-Tage-Essen-Stream kann einfach nicht ohne Currywurst auskommen. Das sind wir über unserer übersteuerten Lokal-Patriotismus-Kultur hier echt schuldig. Dass wir jetzt Curry. Noch irgendwie so ein perverses Frankenstein-Currywurst-Produkt essen. Also Lana, ich finde eigentlich, dass es halt okay aussieht. Ich weiß nicht, sieht jetzt halt wahrscheinlich auch nicht viel anders aus, wenn es sieht halt einfach, sind einfach Stücke Wurst mit Soße, also. Ja, also ich mag immer diese etwas dünneren Soßen nicht so gerne bei Currywurst. Mhm. Ich mag das, wenn du halt merkst, dass da noch so ein bisschen Tomaten, wirklich passierte Tomaten rein sind. Aber ja, da sind wir ja wirklich sehr erfahren in der Frage des der Currywurst. Und deswegen können wir hier eine absolute Expertenmeinung jetzt gleich abgeben. So. Schaut die individuelle Wurst aus. Ja. Na dann. Wohl bekommst. Wie heißt die sind? Zwei Vorkoste machen wir nämlich schon mit. Mir ist ein Stück auf die Hand getropft. Was soll's? Ist wirklich heiß? Mhm. Boah, gut, dann kocht. Warte ich nochmal. Es kocht. Das ist richtig. Ich muss mir die Hand auslecken. Naja, wie alt ist dieses Fleisch? Ist auf jeden Fall schon ein bisschen eingeschlossen im Curry King. Und wie heiß? Ein bisschen pusten, aber. Ja, schmeckt halt irgendwie so, als hätte jemand in Curry King so ein halbes Glas Cola gekippt. Vielleicht ein Viertel Glas Cola eher sogar. Schmeckt wirklich so. Also es ist jetzt nicht mega intensiv. Ja. Der Cola-Geschmack. Die Wurst schmeckt halt nicht so gut. Aber auch jetzt nicht komplett scheiße. Ich finde halt, die so, also es braucht es halt einfach. Also die Idee halt, Cola und Currysoße zu kombinieren, ist halt einfach eine scheiß Idee. So. Was soll man dazu sagen? Es ist halt. Es ist halt nicht wirklich geil.
Ist halt immer traurig, wenn es nicht richtig eklig nicht richtig eklig ist. Aber das auch nichts Gutes. Ist jetzt auch kein Fauxpas. Also ich würde halt wahrscheinlich sagen, dass die normale Currywurst von denen wahrscheinlich besser ist als die, weil... Ich würde tatsächlich auch sagen, ich glaube, wenn jemand mir das um 6 Uhr nachts servieren würde... vielleicht kommt das Sodbrennen. Ich aber nicht mehr diese Folie drauf hätte, dann würde ich mich wahrscheinlich kurz wundern, dass es ein bisschen komisch schmeckt. Mhm. Aber es würde mir auch nicht so sehr auffallen. Nee, nee. Also ich würde nicht danach dann sagen, scheiße, ist hier gerade die Cola-Dose da reingekippt. Aber wenn man es weiß, schmeckt so, aber... Es nicht gibt halt auch keinen Grund, warum man es halt tun sollte, ja. Das anstatt das Normale zu kaufen, wenn man das kaufen will. Okay, mein Lieber. Dann refreshen wir uns jetzt nochmal zum Abschluss. Refresh. Ist zuckerfrei. Ein zuckerfrei, also sehr gesund. Wahrscheinlich wird es genauso widerlich wie diese komischen Erdbeerstreifen. Ich nehme mal zwei direkt, komm. Direkt zwei. Mir reicht eins. So sehen die aus. Mal wie so ein Kaugummi halt, ne? Bisschen grünlich. Hui. Und hat so eine. Ja, schon sehr intensiv, ne? Und hat so eine sehr harte Schale, also eine harte Glasurschale. Das ist sehr interessant, was passiert. Also, es ist im Prinzip so ein Minzbonbon. Aber es hat sehr viele unterschiedliche Geschmäcker irgendwie. Also, es passiert richtig viel. Das kann man echt schwer sagen, was alles so. Da ist kein Menthol drin, aber ich finde, es macht total die Nase frei von unten. Hm. Wenn du einen tiefen Atemzug nimmst. Ist mit Xylit, diesem Zuckeraustauschstoff, gemacht, der ja ganz gut für die Zähne ist. Mhm. Und im Gegensatz zu anderen Süßungsmitteln nicht abführend wirkt. Also auch eine schöne Sache. Sogar nur mit natürlichen Färbemitteln. Das haben die schon ganz gut gemacht. Nur das Einzige ist, was ich direkt merke, und wir haben nämlich bei uns in der Uni auch so ein zuckerfreies Kaugummi, was da angeboten wird. Ich glaube, das heißt Forest Gum. Und hier ist genau das Gleiche wie da. Die Süße lässt super schnell nach. Mhm. Und ich finde, das Kaugummi, was zurückbleibt, also dieses eigentliche Kaugummi, was dann halt, wenn man diesen Anfangskick halt weg hat, übrig bleibt, ist halt echt fad. Also ohne Witz, ich fand den ersten Moment und auch die nächsten Momente richtig geil. Weil es ist halt wirklich besonders. Also es macht irgendwie besondere Dinge. Aber dann, wie du sagst, die Süße geht weg und dann hat man so ein echt sehr, sehr, ich würde eigentlich sagen, schlechtes Kauerlebnis vom Kaugummi an sich her. Aber kein Scheiß. Ich finde, der Pfefferminzgeschmack, der bleibt, stimmt. Der kommt auch wirklich sehr nah an frischen Pfefferminztee dran. Aber nicht den getrockneten, sondern wirklich den du mit frischen Blättern machst. Und das finde ich total faszinierend, ja. Es ist kaum noch süß, aber ich habe diesen Pfefferminzgeschmack im Mund. Okay, das für mich Überraschung, muss ich so sagen. Die Currywurst haben wir jetzt gar nicht bewertet, aber brauchen wir auch, glaube ich, nicht. Die lassen wir raus. Richtig, das war nur so ein Joke, ne? Und die Kaugummi, aber den Kaugummi bewerten wir noch. Das ist für mich eine absolute Überraschung. Auch für mich die größte Überraschung heute. Zum Schluss. Und würde ich sagen, lohnt sich auch. Als, wenn man dran kommt. US-Markt. Ja. Allein schon als Erlebnis. Das ist schon was Besonderes, Kaugummi. Ja, das Erlebnis schon, das stimmt, um das einmal mit der frischen Pfefferminze nachfühlen zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen Leuten sehr gut geschmeckt. Wie gesagt, große Abschnitte bei diesem Kauerlebnis dann später und dieser Süße. Bist du auch bei Ja oder? Ja, vielleicht. Naja, okay. Mach ruhig.
Okay, und dann bewerten wir das Ganze noch. Ich weiß schon. Gut nachdenken. Okay, 3, 2, 1, 7. 7. Ja, schade, weil das Potenzial für eine 8 oder eine 9 wäre auf jeden Fall da. Aber für mich. Ja, der Minzgeschmack, der ist top, wirklich. Der ist. Ja. Für mich ist halt dieses Kaugefühl, und das ist ja auch das Entscheidende, dass du halt ein bisschen länger was vom Kaugummi hast, sonst kannst du ja auch einen Bonbon essen, so. Und der ist halt. Ja, der ist halt ein bisschen zäh und deswegen habe ich halt recht viel abgezogen, obwohl ich es eigentlich geil finde. Und damit haben wir es. Was ist unser Top-Pick? Das sollten die M&M's Ja. Peanut Butter sein. Die tut M&M's länger. Peanut Butter sind der Gewinner. Die könnt ihr auf jeden Fall, wenn ihr die mal findet und noch nicht probiert habt, Bedenkenlos. auf jeden Fall holen. Und Sonst war noch sehr gut die Nerds. Uns auch nochmal zeigen. Also die waren auch special auch und sehr überraschend. überraschend. Ich glaube, Und unser absolutes Hassprodukt. ja, also das waren so die beiden Top und dann absolutes Hassprodukt, die Twizzlers. Twizzlers Strawberry. Der Kerzenwachs in Nudelform. Das war echt. Ja. Das war wirklich auch, das war ein absoluter Tiefpunkt. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal ausnüchtern, ne? Vom Zuckerschock. Ja, wir haben ja schon so ein kleines Cooldown jetzt gemacht mit den Kaugummis. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht. War auch mal wieder Zeit. Wir haben ja einmal schon so einen veganen Produktetest gemacht unter schlechteren Bedingungen und mit auf der Couch. Es war auf jeden Fall sehr wild. Könnt ihr noch mal reingucken, wenn ihr da noch nicht dabei wart. Das ist ja auch schon ein Über bisschen Tage her. Classic. Ebertal Classic auf jeden Fall. Und von daher, ja, an alle, die hier stramm durchgezogen haben von Anfang bis Ende, was ja nicht so viel ist, muss man ja auch sagen. Das ist nicht. Ja, die Currywurst gegeben haben, um währenddessen über Schule und Politik zu diskutieren. Ja, aber ist ja auch schön. Hat man halt so eine Ja. kleine Rahmenuntermalung von uns. Wir sind halt da und so. Und Stimmen sind halt da. Und man kann halt über irgendwas Sinnvolles debattieren. Naja, in dem Sinne würde ich sagen, nochmal großen Dank an Niklas, der uns Essen zugesendet hat. Das ist ja auch generell was, was man nochmal sagen kann. Es ist ja schön, wenn auch sowas durch die Community ermöglicht wird, wie so viele andere Sachen auch. Ja, wir wollen ja auch ein lockeres Ja. Programm ab und zu mal machen. Und daran hat es auch gefehlt, finde ich. Und von daher ist es schön. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, in dem Sinne. Ihr hört uns dann auch schon wieder am Sonntag Richtig. zum Thema Buberts. Schönen Restabend euch noch. Ja, Glück auf. Glück auf.